So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir stehen eigentlich gerade hier am X-Ray. Heute ist nämlich der Sonntag. Bei euch ist wahrscheinlich Montag, wenn ich mir das mal so ausrechne und nichts dazwischen kommt. Ich stehe jetzt hier, habe keine Einladung, mach trotzdem mit. Ne? So müsst ihr das machen. Immer fürs Team, Teamplayer Number One, der Ramses. Regigigas ist ja immer noch in den X-Raids. Wir wissen auch immer noch nicht, was danach kommt, aber spätestens zur Safari-Zone sollte angeblich dann was anderes drin sein, was die Leute mit dem City Explorer Pass exklusiv auch raiden können in der Stadt. Da bin ich mal gespannt. Die machen jetzt den X-Raid hier zu Ende. Danach wollen wir noch zwei Darkrai-Raids machen. Deswegen bin ich eigentlich überhaupt hier. Und ja, würde ich sagen, wir gucken mal kurz, was beim Regigigas rausgekommen ist, machen eine Überblendung, melden uns dann mit Spielbildschirm zurück am ersten Darkrai-Raid. Hattet ihr heute auch ein X-Raid, beziehungsweise gestern, also am Sonntag? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Handy ist natürlich wieder ultra dunkel gestellt. Warum auch immer. Und ein mit 24:30. Da könnt ihr euch mal ausrechnen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ne? Das fangen wir mal und melden uns dann gleich zurück. So, wir sind jetzt also hier an der Sportanlage und ich muss euch mal kurz was zeigen. Wenn ich hier, nämlich, wo? Genau hier, die Aufgabe einlösen würde, die Belohnung von 2,5 abholen, würde ich sogar noch einen Raid Pass kriegen. Dann könnte ich theoretisch ein Glücksei einwerfen, könnte den Raid mitnehmen mit Glücksei, könnte danach den Raid noch mitnehmen mit Glücksei, könnte dazwischen noch ein paar Entwicklungen machen, könnte Geschenke öffnen. Alle, die ich gestern neu angenommen habe, die was geschickt haben, weil ihr wisst ja, für die erste Stufe gibt es auch 3000 Erfahrungspunkte. Wenn ich da noch 10, 20 Stück annehme, gibt es nochmal 6000 pro Freundschaft, die neu ist, mit Glücksei. Aber das machen wir alles nicht. Ihr seht, ich habe es ja nicht abgeholt. Ich habe jetzt auch kein Glücksei drin. Ich werde nur einen Raid spielen. Ich werde mir das alles aufheben. In einer anderen Session werde ich dann mal die Belohnung abholen. Und ja, ich habe einfach was viel Größeres damit vor. Und da werdet ihr sehen, wie es noch richtig abgeht. Ich habe nämlich jetzt schon Level 30 erreicht. Das finde ich richtig genial. Ich kann mir auch so ein Moosmodul abholen. Vielleicht können wir das ja mal im Livestream am Montagabend zünden, dass wir da eine halbe Stunde Moosmodul machen, ein bisschen was fangen, ein bisschen labern und uns dann wieder Videos angucken, damit ihr auch mal ein bisschen seht, wie es mit dem Account aussieht, was der jetzt alles so hat, wie die Statistiken so ungefähr sind. Das sehen wir aber dann am Montag, beziehungsweise, ja, die Folge kommt ja auch erst am Montag raus. Das ist natürlich Quatsch. Da ist ja gar keine Zeit großartig dazwischen. Ich versuche aber, dass ich das 15 Uhr raushau. Abends dann, wie gesagt, wieder der Livestream. Wir hauen ihn jetzt hier noch weg. Gucken mal, ob da irgendwo ein Shiny dabei ist. Spiel auch hier mit zwei Handys wieder mal. Melde mich dann um, mach den nächsten Raid dann auch wieder mit zwei Geräten. Alles ganz chillig. Die Zeiten, wo man mit fünf Geräten da stand, ist vorbei. Darkrai lockt halt doch einige Leute hinterm Sofa vor, sagen wir es mal so. Ich glaube, bei Cobalion sieht es dann auch wieder anders aus. Oder Lugia, was schon 100 Mal da war einfach nur. Oder genauso wie Giratina, gerade die nutzlose Form, die man gar nicht braucht, außer für PvP vielleicht, aber... Wir sind gespannt, wie es weitergeht, was Pokémon noch alles vorhat und vor allem, ob der April dann auch so vollgestopft ist und es auch jedes Wochenende einen anderen legendären Raid-Boss gibt als Shiny. Zwei neue, ein paar alte, also das wäre natürlich richtig heftig. Wir haben hier 2069 und 2096, also genau umgekehrt. Das tüten wir jetzt ein, melden uns dann am Old City Tower nochmal zurück für den zweiten Raid und ja... Zweite kleine Raid-Tour im Darkrai-Event, so machen wir das. So, wir sind jetzt in Wallraps angekommen. Wir müssen noch kurz warten. Haben sich noch welche gemeldet? Die wollen natürlich noch mitmachen. Die anderen Chaoten stehen da hinten an die Autos. Und hier, das ist die Arena, ne? Das Denkmal in Wallraps, dass man auch mal was sieht. Schön umzäunt oder umheckt sozusagen, eine Hecke komplett drumherum, hier Eingang, da habt ihr eine Bank, könnt ihr euch hinsetzen, ihr könnt euren Grillplatz aufbauen, hinstellen, euch heftig betrinken, hier kann man die Kamera abstellen oder seine Getränke. Das wäre natürlich richtig respektlos.
Aber die Kamera können wir theoretisch hier hinstellen und dann genau filmen. Oder wir gehen dann wieder vor und stellen sie aufs Auto wie die ganze Zeit. Wir warten jetzt noch kurz auf den Rest. Bruder, und dann geht's los. Noch ein Dark Ride mitgenommen. Und mal gucken. Ich habe jetzt wenigstens auf dem Ramses Kitchen das erste bekommen. Da sind nämlich bisher alle geflohen. Also wer auch immer den Ramses Kitchen Account bekommt, hat auf jeden Fall den Dark Ride drauf. Wunderbar. Schön auf dem Auto rumgekratzt. Wunderbar. Wieso legst du das da hoch? Weil er das nicht sieht, was da ist. So, so sieht es besser aus. So ist es nicht so abgerundet. Wo sind jetzt eure Nebeleffekte? Nicht mehr da. Naja. Ihr macht dann nichts mehr, ne? Du musst heim, habe ich gehört. Du musst Mittag essen. Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Das ist jetzt doof, ich habe schon gegessen. Ich muss meine Wäsche waschen. Du Bonze, nur weil du schon gegessen hast. Was gab's denn außer Wäsche? Burger. Burger? Sonntag. Sonntag zum Mittag. Burger? Okay. Das ist mein Vorbild, so möchte ich auch mal enden. Oh, vielleicht sollte ich mal kämpfen. Ich habe gedacht, die sägen da und machen Bäume um und Zeug oder irgendwas und nicht, die fahren Quad. Quad? Da krieg ich Quad. Ich kenne Quad nicht, da fahr ich gerade einen Quad da. Das sind zwei, würde ich sagen. Ich stehe hier im Kofferraum, ne, und sehe den dicken, fetten, dreckigen Wäschekorb von Benny. Wunderbar. Wollt ihr den auch mal sehen? Müssen wir euch dann mal zeigen. Aber erstmal kämpfen. Das ist wichtig. Vielleicht hat ja jetzt noch jemand einen Shiny. Ja, Jungs, ihr wart auch mal jung, ne? Und hattet noch Haare auf dem Kopf. Jetzt tragen sie alle Mützen, damit man es nicht mehr sieht. So, da ist er auch schon wieder. Klipper klar, ne? Noch 235 Sekunden, sag ich. Ja? 6? 5? Nein! 33, gut. 2 Sekunden ver. Wir müssen die Sätze nicht zu Ende reden. Pete Glocke Style. Und wir haben ein. Toll, hier geht die Kamera an. Hier ist die Box voll. Wir müssen mal einen Fivien wegschmeißen. Irgendwas über 21, glaube ich. 21,4, 20,75. Das war leider nix. Das fangen wir jetzt gleich noch in Ruhe. Aber wir wollen euch ja noch die Wäsche zeigen, wenn man nicht sieht. Guckt, hier ist der Kofferraum, da ist die Powerbank. Damit wird das ganze Auto betrieben, ne? Ist ein Elektromotor. Da ist der Wäschekorb mit Wäsche, wunderbar. Guckt nur euch an, da stehen sie, die zwei. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr heute auch einen X-Raid gehabt? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr schon einen Shiny Darkrai? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr auch keine Haare auf dem Kopf? Schreibt es in die Kommentare. Setzt immer schön Mütze auf, dann passt das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Euer Ramses.